Ja, herzlich willkommen zu Brisant an diesem Freitag. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Auch heute ist bei uns der EHEC-Erreger ein Thema der Sendung. Später dann mehr dazu. Doch beginnen wir mit einer Tat, für die es ehrlich gesagt schwerfällt, passende Worte zu finden. Denn was der 25-jährige Sohn aus Altena im Sauerland seinem Vater angetan haben soll, ist der Horror schlechthin. Der 65-Jährige war seit mehreren Tagen spurlos verschwunden. Doch dann finden die Beamten seine Leiche an einem ziemlich düsteren Ort. Ja, es ist das Thema der Woche. Es regt auf und macht auch Angst. Auch heute hat sich die Erkrankungswelle mit dem lebensgefährlichen EHEC-Erreger weiter ausgebreitet. 800 Menschen haben sich vermutlich mit diesem Bakterium infiziert. Bestätigt wurde heute, dass auch eine Frau aus Cuxhaven an dem Durchfallkeim gestorben ist. Sie ist das 6. Todesopfer. Und noch immer steht nicht zweifelsfrei fest, wie der Erreger den Weg in die menschliche Nahrungskette gefunden hat. Das kann man wohl sagen. Man mische ein bisschen Pampelmuse und Zeder, nenne es einfach Haar. Und schon hat man ihn, den königlichen Duft, eigens kreiert von Prinz Henrik von Dänemark. Der Ehemann von Königin Margrethe habe die Zutaten selbst ausgewählt und ist mächtig stolz darauf. Und stolz ist auch das dänische Volk auf sein Königspaar, das alljährlich seine Untertanen mit einem Besuch beglückt. Diese beiden sind zweifelsohne alte Hasen in der Volksmusik, obwohl sie noch lange keine 40 sind. Kein Wunder, denn Stefanie Hertel und Stefan Mross standen schon als Kinder auf der Bühne und waren einfach nur herzig anzuschauen. Der Kinderstar aus dem Osten und der Kinderstar aus dem Westen verliebten sich, trauten sich Ja zu sagen und sind mittlerweile seit fast 5 Jahren glücklich verheiratet. Ja, und mehr private Einblicke in das Leben der beiden gibt es in einem höchstpersönlich morgen Nachmittag, kurz nach 15 Uhr hier bei uns im Ersten. Ein ziemlich dichter Schnauzbart, ein verschmitztes Lächeln und Hawaii-Hemden, von denen sogar Jürgen von der Lippe nur träumen kann. Und wenn ich Ihnen jetzt auch noch Magnum sage, dann wissen Sie ganz bestimmt, von wem die Rede ist. Natürlich Tom Selleck, der einst schönste Mann Amerikas, gab uns den verdammt lässigen Privatdetektiv. Dabei wäre er eigentlich gern James Bond geworden. Egal, Tom Selleck wurde auch so zum Star. Und in einem Interview erzählt er uns jetzt, dass sein Erfolg auch viel mit seinem Vater zu tun hat. Ja, und das war's schon von Brisant. Am Montag um 17:15 Uhr gibt es uns wieder. Ihnen noch einen wunderschönen Abend, ein tolles Wochenende. Tschüss und bis bald.